Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Gerke, ich muss Sie um Verständnis bitten. Meine Redezeit reicht nicht aus, um die absurden Behauptungen, grotesken Schlussfolgerungen und anachronistischen Narrative, die Ihren Antrag durchziehen, im Einzelnen zu widerlegen. Ich will mich deshalb auf eine Diskussion Ihres Anliegens beschränken. Und das Anliegen, warum Sie ihm das Schlagwort neue Ostpolitik geben, ist mir zwar nicht so ganz klar geworden, denn es geht ja um das Verhältnis zu Russland. Und Ihr Anliegen ist, dass Sie sagen, das Verhältnis zu Russland ist bedauerlich schlecht, das ist wahr, und Sie möchten, dass sich das bessert. Darüber würde ich gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und ich will zunächst einmal dem Eindruck entgegenwirken, den Sie so ein bisschen subtil vertreiben, als ob es hier im Deutschen Bundestag oder in der deutschen Bundesregierung irgendjemand Konfliktsüchtigen gibt, der den Konflikt mit Russland wünscht. Wir alle bedauern ihn. Ich kenne kein Mitglied des Deutschen Bundestages, der nicht eigentlich enge und partnerschaftliche Beziehungen zu Russland für Deutschland für besser hält. Und ich kenne auch kein Mitglied der Bundesregierung, die das nicht für besser halten. Also bauen wir doch jetzt keine falschen Konflikte auf. Und wir können glücklicherweise auch davon ausgehen, dass die menschlichen Beziehungen und die zivilgesellschaftlichen Beziehungen, so wir sie denn ausleben dürfen, von russischer Seite her gut sind, dass sie jedenfalls kaum von Aversion und schon gar nicht von Hass bestimmt sind. Ich denke, in diese Aufzählung gehört auch, dass es an guten Willen von Seiten Deutschlands, der EU und auch der NATO nicht gefehlt hat, partnerschaftliche Beziehungen zu Russland aufzubauen. Wir haben in den letzten 2,5 Jahrzehnten Partnerschafts- und Kooperationsabkommen der EU. Wir haben gemeinsame Regierungskonsultationen mit Russland gehabt. Wir haben Gipfel gehabt. Wir hatten eine NATO-Russland-Grundakte. Es hat wahrlich von westlicher Seite nicht an der grundsätzlichen Bereitschaft gefehlt und in den guten Willen, ein partnerschaftliches Verhältnis zu Russland aufzubauen. Aber spätestens mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und der hybriden Kriegführung in der Ostukraine sind alle diese politischen Partnerschaftsbemühungen der EU und Deutschlands konterkariert worden. Und das ist doch die Ausgangslage, die wir hier zur Kenntnis nehmen müssen. Und meine Damen und Herren, wer so manche verächtliche Äußerung russischer Führer über das europäische Gemeinschaftsprojekt hört, der muss einfach zur Kenntnis nehmen, es gibt gegenwärtig bedauerlicherweise keine Anzeichen dafür, dass von russischer Seite die Idee des Europäischen Hauses mit einer freiheitlichen Grundordnung weiter verfolgt wird. Die russische Führung baut eine eurasische Kaserne, auf der auf möglichst allen Floren der Befehlston des Kremls zu hören sein soll. Dies ist die Realität, von der wir auszugehen haben. Und meine Damen und Herren, was ich an Ihrer Rede kritisieren muss, Herr Gerke, ist vor allem, wer einen Konflikt ausräumen will, der muss seine Ursachen kennen. Und das ist das, was mich eigentlich umtreibt. Wo ist der Geist der Charta von Paris, der am Anfang der ganzen Entwicklung gestanden hat, in der es heißt, das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gegründet werden. Sie haben keine Erklärung dafür geliefert, warum Russland sich an diese Charta und an diese Maxime und an dieses Leitbild nicht mehr gebunden fühlt. Es scheint Ihnen egal zu sein, oder aber die Schlussfolgerungen gefallen Ihnen nicht. Sie haben in Ihrer, Herr Gerke, Sie haben in Ihren Ausführungen zu Recht darauf verwiesen, dass wir bei unserem europäischen Projekt geschichtliche Traumata aufarbeiten müssen. Und Sie haben den Zweiten Weltkrieg genannt, das ist richtig. Sie haben aber nichts über die Zeit der Blockkonfrontation,
nichts über die Zeit der unterdrückten Souveränität mittelosteuropäischer Staaten gesagt, und Sie haben das Phänomen des Totalitarismus völlig ausgelassen. Das heißt, wenn wir unser europäisches Projekt als ein geschichtliches Aufarbeitungsprojekt betrachten, dann kann das Thema der Aufarbeitung des Totalitarismus nicht ausgeklammert werden, sondern es muss eine zentrale Rolle einnehmen. Und so heißt es ja auch, wenn ich zitieren darf, in der Charta von Paris aus dem Jahre 1990, Zitat: Wir verpflichten uns, die Demokratie als die einzige Regierungsform unserer Nation aufzubauen, zu festigen und zu stärken. Vergleichen Sie dieses Leitbild mit der heutigen Situation in Russland. Und damit ist doch der eigentliche Konfliktstoff beschrieben, der zu den auch aus meiner Sicht bedauerlichen Konflikten kommt, in denen wir uns befinden. Nun kann man ja sagen, Russland soll machen, was es will, aber damit ist es ja nicht erschöpft. Wenn ein anderer postsowjetischer Staat wie die Ukraine, nachdem es auch eine totalitäre Phase durchlebt hat, nun den ernsthaften Versuch macht, das Leitbild der Charta von Paris zu realisieren und den europäischen Weg zu gehen, dann betrachtet Russland diese Entscheidung als eine Bedrohung seines totalitären Gesellschaftsmodells, weil es die Beispielwirkung einer erfolgreichen Ukraine fürchtet. Und dies ist die Grundlage für Annexion und für hybride Kriegführung gegen die Ukraine gewesen. Herr Gerke, und wenn wir von dieser Analyse ausgehen, dann ist die Situation nicht ganz so einfach, wie Sie sie darzustellen versuchen. So ungefähr, wir sollten doch möglichst alle lieb miteinander sein. Nein, wir haben festzustellen, dass hier Werte auf dem Spiel stehen, die für uns überlebenswichtig sind. Und wir haben zur Kenntnis zu nehmen, dass souveräne Völker, die einmal früher Teil der Sowjetunion waren, sich für Werte entschieden haben und wir ihnen die Möglichkeit geben müssen, sie in Freiheit zu realisieren. Und dies ist die bedauerliche Voraussetzung unserer Verhältnisse. Kollege Bergner, der Kollege Gerke hat zunächst vorhin seiner Vorrede bemerkt, dass die Redezeit, das Display blinkt. Darf ich Sie auch darauf aufmerksam machen? Also, Sie haben zu Recht auf die Debatte im Ausschuss verwiesen. Ich will bloß sagen, der Antrag bringt uns bedauerlicherweise in der Suche nach Dialog mit Russland überhaupt nicht weiter. Er zeichnet ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit, und insofern ist er eine schlechte Grundlage für das, was wir möglicherweise alle gemeinsam wollen. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Marie-Louise Beck, Bündnis 90 Die Grünen.